Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Dolch mit Elfenbeingriff. Ist eine Gürschnerei-Quest, die auch beim Gürschneramt droppt. Als Belohnung gibt es Gürschnertechnik, Leder sammeln Rang 3. Ich habe hier in Drustvar gegürschnert, das ist normalerweise nicht wichtig. In diesem Gebiet hier, da diese Quest normalerweise bei allen Mobs droppen kann oder sollte, die man kürschnern kann in Battle for Azeroth. Natürlich nachdem man die Vorquest gemacht hat. Ich werde diese in die Videobeschreibung posten. Könnt ihr euch dann auch dieses Video anschauen, falls ihr es benötigt. Die Quest gibt es ab Skill vermutlich 150, ich kann es nicht genau sagen, da es ja eine Drop-Quest ist und vielleicht hatte ich auch Pech bisher, dass sie davor noch nicht gedroppt ist. Ich darf mich nun nach Borvalus begeben, dazu nehme ich einen Greif, habe mich mit der Pfeife des Flugmeisters zum Greif bringen lassen und nun fliege ich schnell mal dahin. Und zeige euch, wo man diese Quest abgeben darf. Normalerweise muss man für die Quest sonst nichts machen. Wie gesagt, nur Dropglück haben. Also damit die Quest selbst droppt. Falls euch dieses Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und oder meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Und motiviert mich, weitere Quests aufzunehmen und hochzuladen. Flug sollte nicht mehr allzu lange dauern. Bin auch schon im Landeanflug. Bin ich auch schon? Quest ist abzugeben bei Karina Düsterhimmel in Borvalus. An dieser Position, hier wo der Pfeil ist, nicht wo das Fragezeichen dargestellt wird. Das scheint ein Bug zu sein oder vielleicht wird auch Karina mal in Zukunft versetzt. Aber gehen wir mal von einem Bug aus. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Ciao.